Ich habe Post gekriegt, auf die warte ich schon eine halbe Ewigkeit, wirklich ohne Witz, ey. Geiler Scheiß, Mann, richtig geil. Ja und überhaupt und eine Canon 550D. Oh Mann, und ich dachte, ich krieg die Canon 5D Mark IV, ey. Scheiße, Mann, ey. Wenn ihr täglich die News in der Fotografie-Szene verfolgt, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass Canon jetzt einiges vorhat. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da habe ich euch über die Canon 7D Mark II berichtet. Und jetzt kommt wirklich der überkrasse Hammer. Der überkrasse Hammer. Ja, nee, ist klar. Du glaubst mir schon wieder nicht. Mensch, das ist doch unglaublich. Ey, Canon hat vor kurzem wirklich ein neues Patent angemeldet. Ja, das ist schön und gut. Und jetzt ist das eine Neuigkeit. Na sicher ist das eine Neuigkeit, aber nicht nur, dass sie ein neues Patent angemeldet haben, nein, es kommen natürlich noch weitere Kameras auf den Markt. Ja, kannst du da ein bisschen genauer werden? Das sind alles so vage Infos, mit denen kann ich nichts anfangen. Na, aber sicher kann ich dir da weitere Infos geben, und zwar dreht es sich bei dem Patent um einen neuen Sensor, beziehungsweise eine neue Sensortechnologie, die wiederum die Farbwiedergabe noch brillanter machen soll. Das wiederum bedeutet, du kriegst noch mehr aus deinem Foto heraus. Aber nicht nur das. Und wenn wir jetzt den Gerichten von Northern Light Images glauben sollen, dann gibt es Ende des Jahres die Canon 1DX Mark II. Und zudem soll nächstes Jahr im Frühjahr die Canon 5D Mark IV auf den Markt kommen. Das sind natürlich für viele Canon-User geile Nachrichten. Zudem, wie gesagt, diese Sensortechnologie, die eventuell, man weiß es nicht, vielleicht sogar in der 7D Mark II verbaut wird, aber wie wir wissen, kommt diese Jahr noch im September auf den Markt und soll offiziell bei der Fotokina vorgestellt werden. Ich bin natürlich sehr doll auf Ende des Jahres gespannt, wenn die Canon 1DX Mark II dann auf den Markt kommt, aber selbstverständlich auch auf nächstes Jahr im Frühjahr auf die Canon 5D Mark IV. Denn man weiß ja nie, was dann wirklich drin steckt. Jetzt natürlich, was hältst du denn von solchen Kameras, also von solchen Profikameras? Was ist deine Meinung dazu? Post es mir unten in die Kommentare. Du wolltest schon immer tolle Bilder haben und dafür nicht einen Cent zahlen? Ja, das klingt doch sehr nice. Erzähl mir mehr. Dann bekommst du jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, bei Alexander Stegeart dabei zu sein. Denn Alex hat am vergangenen Montag einen Aufruf auf seiner Facebook-Fanpage gestartet. Und dieser Aufruf ist wirklich für jedermann bzw. jede Frau. Also egal ob Männlein oder Weiblein. Wichtig für Alex ist auf jeden Fall, dass die Modelle zuverlässig und pünktlich sind. Zudem sollten sie natürlich sehr, sehr viel Spaß vor der Kamera haben. Das Ganze läuft natürlich auf TFP-Basis. Somit bekommst du die Bilder auf jeden Fall umsonst und musst nicht einen Pfennig zahlen. Ja, das ist schon cool, aber warum macht er sowas? Aus einem ganz einfachen Grund, denn er möchte sein neues Licht testen. Das ist quasi ein Lichttest. Solltest du also Bock haben, sein Model zu sein, beziehungsweise eines seiner Models, dann hast du jetzt wirklich die Möglichkeit, ihn auf seiner Fanpage zu besuchen. Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Und ihm dann eine Nachricht zu schicken. Am 8.7. ist es wieder soweit, Kolob und Gerst live. Wir stellen eine neue Sendung online. Das ist natürlich eine ganz besondere Chance für dich, da du Alexandra Heinrichs live bei der Arbeit zusehen kannst. Es ist eine Live-Sendung mit Live-Chat und natürlich Live-Foto. Alex ist natürlich nicht alleine, denn er wird von seinem Musenmodel Franzi unterstützt, die 2013 Playmate gewesen ist und somit weiß sie auf jeden Fall, wie sie sich zu bewegen hat. Das, was in einigen Tutorials geschnitten wird, wird hier gar nicht erst geschnitten. Es wird nämlich richtig live gezeigt. Zudem kannst du die Sendung mitbestimmen und das wiederum bedeutet, dass du Alex steuern kannst. Ja, schön und gut, aber welches Thema ist denn überhaupt der Anstoß für die ganze Geschichte? Bei dieser Live-Sendung handelt es sich um fotografische Sauereien. Ah ja, fotografische Sauereien. Also was hast du dir da bitte wieder für eine News rausgesucht? Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich kann mir gerade nicht vorstellen, beziehungsweise will ich mir auch gar nicht vorstellen, was du schon wieder denkst. Fotografische Sauereien bedeutet ja nicht gleich fotografische Sauereien. Immerhin wird diese Live-Sendung vor 22 Uhr ausgestrahlt. Also woran denkst du bitte? Erzähl es mir nicht. Okay, gut, wir lassen es einfach. In der Live-Sendung geht es natürlich nicht nur um fotografische Sauereien, sondern auch um die Bildbesprechung oder aber auch Zuschauerfragen und natürlich um Flüssig-Latex-Shooting-Action. Wenn das nichts ist. Die Sendung bzw. der Stream beginnt um 13 Uhr. Das wiederum bedeutet auf jeden Fall 13 Uhr einschalten und dann hast du die Möglichkeit bis ca. 17 oder auch 18 Uhr ein wirklich tolles Shooting bzw. eine Bildbesprechung oder aber auch Zuschauerfragen live zu sehen, live mitzuchatten und natürlich live Fotos zu entdecken. Das Ganze ist wie gesagt kostenlos und solltest du an dem Tag leider keine Zeit haben, die Sendung zu verfolgen, dann wird 3 bis 4 Tage später ein Download-Link zur Verfügung gestellt, wo du dir die Sendung downloaden kannst und dann kannst du dir die Sendung nochmal reinziehen.
Wie du sicherlich weißt, gibt es einige Fotografen, die sich nur auf ein spezielles Thema bzw. Fotogenre spezialisiert haben. Aber es gibt natürlich auch Fotografen, die mehrere Fotogenres innehaben. So können sie nicht nur Porträts oder Landschaftsfotografien machen, sie können natürlich auch über den Tellerrand hinausschauen. Ja, okay. Und wem willst du das jetzt erzählen? Also ich meine, das weiß doch jeder, dass ein Fotograf entweder sich nur auf ein Fotogenre spezialisiert hat oder aber natürlich ein Fotograf mehrere Themen gleichzeitig abdecken kann. Also wem oder warum erzählst du das jetzt hier? Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich ziemlich stark überrascht war, dass jemand, den ich schon mal in den Fotonews hatte, neuerdings nicht nur Landschaft bzw. Streetfotografie macht, nein, er kann sogar Porträtfotografie bzw. Menschenfotografie. Ah ja, okay. Und derjenige welche ist wer? Haha, ganz einfach, es ist Markus Klepper aus Berlin. Markus war nämlich am Sonntag bei der Premiere von Transformers 4. Das natürlich nicht alleine, er war zusammen mit Kronfoto und CK Foto unterwegs und hat wirklich tolle Bilder gemacht. Ich war auf jeden Fall stark überrascht, dass es auch mal andere Fotos bei ihm auf der Fanpage zu sehen gibt. Natürlich sind seine Fotos wirklich sehr, sehr genial, aber dass es mal wieder Menschenfotos sind, beziehungsweise dass er Menschen fotografiert hat, ist wirklich genial. Wer Markus Klepper noch nicht kennt, beziehungsweise wer Kronfoto oder aber auch CK Foto noch nicht kennt, für den gibt es unten in der Videobeschreibung die Links zu den jeweiligen Seiten. Es ist natürlich immer wieder schön, mir dann zu sehen, wenn selbst gestandene Fotografen über den Tellerrand hinausschauen und in einem anderen Fotogenre tätig werden. Wo fotografierst du denn am liebsten? Beziehungsweise hast du ein Lieblingsfotogenre oder aber hast du mehrere? Post es mir doch bitte unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wo du dich am wohlsten fühlst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch den Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und dann geht's hier zum ersten Interview mit einem Berliner Fotografen. Paul Rost ist derjenige, welche, den ich als erstes interviewt habe. Und dann geht's hier drunter zur letzten Fotonews mit die Mannschaft von Paul Rübke oder aber auch We Are Photography, das Forum und natürlich dem Workshop von Leyendecker. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, bleibt mir gesonnen und schöne Restwoche.